ihr dabei seid zu diesem Let's Play. Und heute zeige ich euch mal einen Panzerjäger, Panzerzerstörer der Stufe 6, und zwar den Typhoon 2. Ja, noch nie gezeigt bei mir. Dementsprechend wird es jetzt auch mal wirklich Zeit, dass ich euch diesen hier präsentieren darf. In dem Fall ist das ein Premium-Vehikel. Wir schauen uns doch einfach mal die Details an zu diesem Jagdpanzer. Der in der Schweiz gebaute Jagdpanzer Typhoon 2 ist eines der vielen auf dem Fahrwerk des Typhoon MK1 basierenden Fahrzeuges gewesen. Das Fahrzeug wurde in den späten 1970er Jahren entwickelt, konnte jedoch kein Interesse wecken, woraufhin das Projekt eingestellt wurde. Dieser Misserfolg ließ den Entwicklerkonzern dazu übergehen, vorwiegend Radfahrzeuge zu produzieren. Also, man sieht hier oben auch schön das oder die Flagge der Schweiz, so wollte ich sagen. Schaden macht er 465, Durchschlag 326, der anhaltende Schaden 4108 und Trefferpunkte 1445. Wanne, ihr seht, kaum Panzerung, also steht damit definitiv hinten und haltet von da aus rein. Fahrt nicht an die Front und macht ganz klar sicher nicht erste Reihe. Die Mobilität hat er dafür, dass er auch mal die Flank wechseln kann. 70,2 Endgeschwindigkeit und die Tarnung geht in Ordnung. Ja, würde ich sagen, die Optik bzw. das Fahrzeug schimmt. Ob es so ein Flop ist, warum er nicht gekauft worden ist und so weiter, sehen wir uns jetzt mal an, wie er hier bei Armored Warfare so performt. Und los geht's auch schon. Karte ist kalter Stahl. Wir sind hier mit unserem Sechser eigentlich ganz gut von der Positionierung am Start. Allerdings hat der Gegner da sogar einen Siebener spendiert bekommen. Also einen Mini-Vorteil und dann auch noch ein Leopard 2. Das ist ja schon fast Frevel. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich habe den Typhoon noch gar nicht so oft gespielt. Aber er dreht schön schnell. Er ist gut in der Bewegung. Also das passt, aber ich habe es wieder mal gemerkt, er ist einfach so unglaublich weich. Also, wenn ihr einen Gegner habt und der sieht euch, passt einfach auf. Sobald er euch trifft, trifft er nämlich so oder so. Weil, wie gesagt, Schaden ist an 50 mm gar kein Problem. So, und dann müssen wir mal schauen. Zack. Ach Mensch, ey. Muss denn das sein? Hat mich jetzt 50 Hitpoints gekostet? Nur weil er da meint, er muss mir da jetzt hier in den Kahn fahren. Absolut unnötig. Nein, 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 ich komme nicht drauf. Wo war er? Ich sehe ihn nicht. Na, supi. In der Zeit, wo ich mich aufrege, passiert sowas. Ja, nichts zu beschießen. Vielleicht kommt ja da nochmal irgendwas. Nein, nicht getroffen. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Aber, ja, der ist aber sowas von zerstört. LKW markiert. Na, auf den komme ich leider nicht drauf. Ziehen sich auch alle zurück da. Wie nochmal was? Aber ich wollte gerade vorfahren. Aber nein, lass es sein. Lass es sein, tu es nicht. Das geht einfach nicht gut aus. Da hat der jetzt eine super Stellung. Die werde ich jetzt mal versuchen, auch mir anzueignen. Deswegen ist er ja mobil. Da muss ich aber nur aufpassen. Da hinter mir kommt schon was an. Aber ich bin nicht aufgegangen. Das müssen jetzt einfach mal meine Jungs da unten klar machen. Aber ist wohl kein Problem für den VFM. Ja, zerstört ist er. Also ich wäre jetzt soweit für den Gegner. Leider hinterhalb für mich nicht zu beschießen. Wieder der Leo. Ach, das gibt's doch alles nicht. Er ist fleißig, aber macht leider auch keinen Schaden. Oh, er spät. Wir wurden getroffen.
Unglaublich, dass der mich da aufmacht und dann auch noch mich beschießt. Eieieiei. Und dann sieht man, Treffen bzw. Schaden an dem zu machen, ist aber so mal von gar kein Problem. Der VWL haut auch wieder ab. Hat er clever gemacht, mich da aufgemacht, bisschen Schaden gemacht. Und dann war es das auch schon. Und man sieht einfach, erste Reihe bzw. Damage bekommt man ganz schnell. Also da muss man einfach echt aufpassen. Jetzt hoffe ich, dass der VBL da auch mal scoutet und nicht nur hinten sniped. Aber gleich kann ich da... Ja, jetzt habe ich den ersten Hit der Runde mal machen können. Und noch einen. Und noch einen. Also wenn er Schaden macht, macht er einen schönen Schaden. Der geht dann schon klar. Da gibt es nichts. Aber man muss ihn halt erstmal machen. In dem Fall, da komme ich jetzt leider auf keinen mehr drauf. Arti haben wir auch keine mehr. Von ehemalig zwei Stück, alle zerstört. Ich blinke und piepe wie nochmal was. So, der ist weg. Und da konnte ich wenigstens hier noch kurz supporten, dass der eine da zerstört wird. Einer der VBLs, dieser nervigen kleinen Geräte. So, und jetzt da hinten, da geht's jetzt rund. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, why? Why? Der Begleitpanzer da unten ist jetzt gerade sehr zurückhaltend. So, schnell mal Rauch. Oh, Artis. Ja. Und da wurde ich zerstört, obwohl ich recht früh recht viel Schaden bekommen habe, habe ich mich dann doch noch lange wehren können und habe so ein bisschen Schaden machen können, beziehungsweise sogar den Kill. Also von dem her, aber 0-10, das war sehr eindeutig. Wieder mal gefühlt einer dieser vielen eindeutigen Runden bei Armored Warfare. Wir schauen mal, wie wir uns so im Vergleich zum Team geschlagen haben wenigstens. ...2231 Schaden gemacht. Da sieht man, dass der Schaden durchaus sehr überzeugend ist. 112.000 Credits, erspäht 4, ein Kill. Hier die Performance nochmal. Gerade den RDF, da ging einiges an Damage. Und dementsprechend vom Schaden bin ich auf Platz 2 gelandet. Von den XP auf Platz 4. Und aber man sieht halt, das Gegnerteam hat hier einfach sehr, sehr überzeugende Arbeit geleistet. Dementsprechend auch verdient gewonnen. Und hier nochmal die Details, also unterm Strich 85.000 netto ausgezahlt bekommen. Ja, dann hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es eine Niederlage war, aber man hat den Panzer ja doch gesehen, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile, was kann er eben nicht. Also, deswegen würde es mich freuen, wenn ihr trotzdem, trotz Niederlage, einen Daumen da lässt. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.